Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Because Gaming is Fun Goes. Ja, wir haben heute den 23.09. Freitag. Es geht endlich los. Die Saisoneröffnung ist heute. Hamburg Crocodiles, beziehungsweise Crocodiles Hamburg gegen Piranhas Rostock. Im Iceland Farm um 20 Uhr. Ich mache mich gerade auf den Weg zur Bahn. Da treffe ich mich mit Krischi. Wir fahren los. Unterwegs haben wir dann noch Mo, ein Zuschauer von mir, der sich auch eine Dauerkarte geholt hat. Und Axel stößt auch noch zu uns zu. Die Hütte ist höchstwahrscheinlich ausverkauft. Also das Eventum-Kontingent ist komplett ausverkauft. Und dann soll es in Claudias Vereinshaus noch einen minimalen Anteil von Karten geben. Genauso wie an der Abendkasse, denke ich. Also wir können uns heute, glaube ich, auf 2000 Eishockey-Fans in Hamburg in dem Iceland Farmsen freuen. Ich muss mal gucken, wie ich danach überhaupt filmen kann, weil ich denke, es wird richtig eng, richtig voll, richtig laut, richtig warm. Darum auch erstmal nur Trikot hier unten nochmal vorsichtshalber eine Sweatshirtjacke um den Bauch gebunden, weil ich bin leicht angeschlagen und nach dem Spiel ist es bestimmt so nur um die 10 Grad. Da dachte ich mir, nee, lieber kein Risiko eingehen, lieber noch eine kleine Jacke mitnehmen, eine leichte. Ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, zur Bahn. In gut 10 Minuten treffe ich mich mit Krischi. Freue mich richtig auf die, riesig auf die Saisoneröffnung. Hab jetzt allerdings nicht meine Hausaufgaben gemacht, wie im letzten Vlog gesagt. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, wie alle Spiele heißen. Beziehungsweise die Namen kriege ich, glaube ich, hin so ungefähr. Aber die Rückennummern und Vornamen dazu, das wird problematisch. Aber ich glaube, ich hatte schon im Fanforum bei Facebook gelesen, man kriegt heute nochmal wieder so einen schönen Zettel mit Namen. Ich hoffe da sehr drauf, sonst wird peinlich. Und ja, mal gucken. Ich denke, ich melde mich in Farben so nochmal wieder oder wenn, dann zur Einlaufshow. Wir sehen uns. Ciao. Ja, nimm halt nicht auf. Oh doch, er nimmt auf. Oh. GG. So, liebe Leute, wir sind in Farben angekommen. Krischi, Axel und Bo sind jetzt bei mir hier. Gehen aber vor mir längs. Von daher, Schied drauf. Haben schon diverse Fans bei der U-Bahn-Farmsen gesehen. Haben es jetzt circa 20 vor Viertel vor 7, also in einer Viertelstunde geht es rein in die Halle. Wir hoffen, dass es noch nicht zu voll ist. Wir werden es gleich sehen. Oder melde ich mich von der Einlaufshow wieder, würde ich behaupten. Ne? Wir sehen uns.
Luftballon. Hey!
1-1 zwischen Hamburg und Rostock. Sehr spannendes Spiel. Krischi haut hier gerade ab und kommt wieder und muss hier rumtrollen. Hallo. Ja, spannendes Spiel. McDonald hat unser Tor gemacht. Keine Ahnung, wer es von Rostock gemacht hat. Interessiert mich auch nicht. Drittel endete mit doppelter Überzahl für uns. Mal gucken, wie es weitergeht. Und es ist scheiße voll hier, es ist warm. Ich kann hier nichts sagen. Wir hören uns am zweiten Drittel wieder. Haut rein. Drin. Thank you.
Leute, ich bin mittlerweile wieder zu Hause angekommen. Ich bin mega erledigt. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ey, 3 Drittel durchstehen. Und dann heute um 5 aufgestanden. Jetzt haben wir es mittlerweile gleich 11:45. Ich bin seit 19 Stunden wach. Ich bin mega fertig. Ich glaube, ich penne hier gleich auf meine Couch ein. Aber nochmal ein abschließendes Fazit gibt es ja immer. Das Spiel war ziemlich geil, muss ich sagen. Es war mega chaotisch, es gab viele strittige Situationen mit den Schiris, diverse Fehlentscheidungen, keine Frage, und sehr viele Torchancen. Der Goalie der Piranhas Rostock hatte 45 von 47 Schüssen gehalten. Also wir haben richtig Chancen vergeben, von 47 Schüssen waren gerade 2 Tore. Das darf man eigentlich keinem erzählen. Aber naja, letztendlich hat es für einen Sieg gereicht. Mehr wollen wir nicht. Wir sind zufrieden. Wir haben 3 Punkte am ersten Spieltag geholt. Wie sehe ich auf dem Kopf aus, Leute? Ey. Ah. Das ist das Wichtigste um 11:45 mitten in der Nacht, dass die Haare sitzen. was erzähle ich für Bullshit? Ich bin echt durch mit der Welt. Nee, die Stimmung war ganz okay. Wir hatten 1955 Zuschauer da. Die Halle war ausverkauft. Die Stimmung zwischen Altfans und Neufans wird besser. Die Gesangschöre werden stimmiger. Ich habe ja so einiges aufgefangen hier mit der Kamera. Sei es die Einlaufshow, sei es ein bisschen Gefeier, sei es das nach vorne peitschen im Powerplay. Ich hoffe, das könnt ihr alles genießen hier im Video. Beziehungsweise ihr konntet es genießen, ihr habt es ja schon gesehen. Ja. Jetzt geht's am kommenden Sonntag, also Sonntag in einer Woche, dem 2.10. gegen FAS Berlin. Also Derby Hamburg-Berlin. Ich weiß nicht, ob es in der Oberliga auch so ein Derby ist wie in der DEL. Vermutlich eher weniger, da sie nicht demselben Eigner gehören. Also die Teams. Aber ja, ich glaube, ich penne jetzt eine Runde. Danke euch vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch zu anderen Videos wieder einschaltet. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob es nächsten Sonntag auch wieder einen Vlog geben wird. Wie gesagt, ich halte es nicht für so sinnvoll, jetzt wirklich zu jedem Spiel einen Vlog zu machen, weil irgendwann wird es repetitiv. So speziell sind meine Drittelfazite auch nicht. Von daher weiß ich noch nicht, ob ich jetzt wirklich zum nächsten Spiel auch einen Vlog kommen wird. Jetzt höre ich hier gerade noch Swing Life Away von Rise Against. Geiles Lied, hört es euch an. Und damit verabschiede ich mich aus diesem Video. Ich danke vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem anderen Video. Haut rein, ich gebe pennen. Ciao.